Großer Andrang. Fachgespräche mit Besuchern und Kunden. Gegenwart und Zukunft. Das alles vereinte Siemens auf der Hannover Messe 2014 in Halle 9. Auf 3500 Quadratmetern zeigte das Unternehmen mit dem bewährten Anspruch Making Things Right, wie der Kunde seine Produktion stetig verbessern kann. Ich bin begeistert. Für mich ist es ja das erste Mal, dass ich als Vorstandsvorsitzender hier sein darf. Das Tollste an diesem Stand ist, wie wir die Brücke schlagen zwischen den Angeboten, die wir heute für unsere Kunden haben, die wir heute schon bei Ihnen implementieren können, hin zur Zukunft der Produktion. Die Botschaft kam an. Wer heute mit Siemens geht, ist bestens gerüstet. Auch für die Zukunft. 5 Highlight-Exponate aus Design, Planung, Engineering, Produktionsausführung und Service hoben sich dabei besonders hervor. Mit dem Future Forum bot Siemens erstmalig eine gemeinsame Plattform, nicht nur für übergreifende Themen wie Finanzierung und Forschung, sondern vor allem, um den Besuchern einen ganz konkreten Ausblick in die Produktion, die Energieversorgung und die intelligente Infrastruktur von morgen zu gewähren. It's a very good idea to put Siemens together in the same platform of communication with the visitors and the public, because we make more sense together than apart. Den Vertrieb freut's. So war es auf der Hannover Messe möglich, den Kunden das einmalige Siemens-Portfolio und Produktangebot anschaulich näher zu bringen. Dabei spielte die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Mit Innovationsvorträgen und Exponaten im Future Forum demonstrierte Siemens seine Zukunftsfähigkeit auf dem Weg zur Industrie 4.0. Exakt auf dieser Hannover Messe 2014 setzen wir mit Industrie 4.0 einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Automatisierungstechnik und der Hinzunahme der Digitalisierung. Das interessierte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und den niederländischen Ministerpräsident Mark Rutte. Noch ein bisschen von 4.0, Sie sehen hier. Zahlreiche internationale Besucher, darunter viele Delegationen aus den verschiedensten Ländern, strömten 5 Tage lang über den Stand. Der Andrang sorgte für spürbar gute Stimmung. Da wirkte die morgendliche Zusammenkunft der Mannschaft wie ein Katalysator. Und ein besonderer Gast aus der Zukunft durfte nicht fehlen. Titan war von Anfang an ein Publikumsmagnet. Wie ein Popstar begeisterte er stündlich die Zuschauer. Dabei erzielte Siemens mit der Umsetzung seiner Inhalte auch bei den Medien große Resonanz. Bestens eingebunden waren auch die digitale Informationswelt und soziale Medien, intern wie extern. Das Konzept der Messe zog sich so wie ein roter Faden durch alle Kanäle. It's amazing. Muy grande, muy impresionante. Mich begeistert, was es immer für neue Erfindungen eigentlich gibt. Everything we work with is here. Doch was wäre eine Messe ohne Leads, also qualifizierte Kundenkontakte? Ein eng abgestimmtes Zusammenspiel von Einladung, Ticketregistrierung und maßgeschneiderter Versorgung mit Informationen komplettierte das Besuchererlebnis. '67 Jahre Hannover Messe. Und wer weiß, wie der Siemens-Auftritt in der Zukunft aussehen wird. Doch egal, was kommt. Wir sind eben Siemens und wir können das.